Na, überhaupt nichts. Also Mentaltraining. Schach wird nicht nur am Brett, sondern auch im Kopf entschieden, natürlich. Also mental stark zu sein ist sehr wichtig beim Schach. Sich nicht zu beeinflussen von was passiert an dem Brett und immer mental an die Höhe zu bleiben. Also mir hat zum Beispiel, als ich jünger war, hat mir autogenes Training irgendwie geholfen, hat mein Selbstbewusstsein erhöht und irgendwie fange ich daran zu glauben, dass ich wirklich nicht ein schlechter Schachspieler bin und dass ich irgendwas noch im Schach erreichen kann.